Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Ich wünsche euch zuerst mal ein frohes neues Jahr 2018, viel Gesundheit und dass es euch allen gut geht. Ja, und das erste Video ist jetzt mit dem Tyler. Und genau, viel Spaß dabei! Ich hoffe, die Waschmaschine stört nicht allzu sehr. Ja, ich hoffe, euch hat auch das neue Intro gefallen. Genau, neues Jahr, neues Intro, dachte ich mir. Und jetzt wollte ich ihn eben umziehen. Ich ziehe gerade die Socken aus und wollte ihn in den Schlafanzug pillen und euch dann noch zeigen. Ich soll vielleicht unbedingt ein Video mit ihm als erstes gedreht haben. Ich habe euch ja vor ein paar Wochen gezeigt, ich habe mir ein Nähbuch gekauft. Das habe ich euch ja gezeigt. Und das ist mein erster Versuch. Eine Leggings. So sieht sie aus. Das Einzige, was schief gegangen ist, ist das hier unten. Könnt ihr das sehen? Dort ist das so ein bisschen hochgezogen. Aber ich sag mir, erster Versuch, das ist ein Stoff von meiner Mutter, die hat mir den gegeben. Den Gummi hat sie mir hingenäht, weil das habe ich zweimal versucht und die Nadel ist kaputt gegangen. Das muss ich wohl noch etwas üben. Genau, aber das war jetzt der erste. Das war das zweite. Ich weiß nicht, ich liebe diese Mützen. Du halt, ich weiß nicht, ich kenne die bestimmt. Und da gibt es eine Anleitung für. Ich dachte, ich nehme die. Ich halt den Stoff, wie gesagt, den habe ich meiner Mama bekommen, habe ich das gefunden. Ich finde, das passt voll perfekt dazu. Ich habe es halt in Thalers Größe gemacht. So, immer, und das wird sie, das soll Größe 50 sein. Ich bin noch etwas am Experimentieren. Ich glaube, Größe 56 muss ich da schon nehmen für Elias und Emma. Genau, das ist das erste, was ich genäht habe. Ich finde, das ist sogar sehr, sehr gut geworden. Also da finde ich keinen Fehler, außer wenn man das jetzt als Fehler sieht, aber eigentlich nicht. Ist vielleicht nicht 100% gerade, aber ich denke mal, für den Anfang ganz gut. Was meint ihr dazu? Genau, ich habe auch noch was genäht. Das ist mehr oder weniger, naja, eigentlich nicht in die Hose gegangen. Ist nur in die Kleinigkeit nicht gut. Das zeige ich euch, das ist so ein Pulli. Der ist Größe 62 und der ist wirklich etwas größer. Allerdings, ihr seht das jetzt, wenn ich den Pulli so hart ist, steht das hier so. Steht hier so weg. Das habe ich nicht richtig gezogen und dadurch steht das nicht richtig. Aber ich werde den Pulli nochmal nähen und vielleicht kommt er besser raus beim zweiten Mal. Aber ich finde, voll der schöne Stoff. Genau, den hat gerade immer und ist auch viel zu lang. Aber wie gesagt, Größe 62. Ich muss mich noch etwas in den Größen versuchen, was wie ihn gehört. Jedenfalls, das sind meine Experimente gewesen aus diesem tollen Buch. Genau. Ich war jetzt auch Stoff kaufen. Wollte ich euch auch noch zeigen, was man halt so braucht. Also erstmal habe ich gekauft Bündchenstoff. Den habe ich in so einem schlichten Grau genommen, damit es einfach am Anfang noch zu allem passt. So ein grauer Vlies, den nimmt man auch für bestimmte Dinge unten drunter, dass es weicher und fluffiger ist. Wenn ich irgendwas falsch habe, müsst ihr mir das halt sagen. Dann habe ich nochmal einen schlichten grauen Stoff gekauft. Für Hosen, Strampler will ich ausprobieren. Und eben nochmal so eine coole Mütze. Und dann habe ich noch zwei bunte Stoffe genommen. Einmal diesen hier. Ich fand den so toll, den blauen und grün. Und diesen hier mit den Kraken. Schönes Babyblau. Genau. Mal gucken. Und ich habe mir halt gedacht, das ist farblich passend. Und vor allem das Bündchen passt auf jeden Fall zu diesem Grau.
Und ich denke mal, wenn man das als Bändchen bei denen nimmt, funktioniert das auch. Mal gucken, was rauskommt. Ich werde es euch auf jeden Fall zeigen. Wenn jemand natürlich Interesse hat und auch sowas Selbstgenähtes haben möchte, muss ich einfach anschreiben. Könnt ihr mal sagen, was für eine Größe euer Wurm ist. Dann kann ich das versuchen, euch zu nähen. So eine Hose wie jetzt. Also ich weiß ja, dass die Hosen einfach sind und gut werden. Einfach einschreiben. Jedenfalls jetzt ziehe ich ihn um. Leider aktuell dieses Wickelhemdchen an. Ah ja, genau, das wollte ich euch noch zeigen. Moment. In meinem Buch. Genau. Das ist nämlich die Mütze. Ich wollte noch. Das sind die Hosen, das sind ganz einfache Leggings, aber ich finde, die sind toll. Ich weiß nicht. Als nächstes wollte ich. Das ist der Pulli. Der ist eigentlich ganz cool oben mit diesem Ausschnittlösung. Also mit diesem Ausschnitt, das ist eigentlich ganz cool, weil da braucht man keinen Clip oder Druckknopf oder irgendwas und auch kein Clip und nichts. Und es ist quasi wie diesen Body. Und als nächstes, ich glaube, das ist recht schwierig, wollte ich diesen hier ausprobieren. Weil ich liebe so Strampler, wo auch die Füße frei sind. Dann kann man die Socken auch süß anziehen. Und da wollte ich definitiv einen für den Teller auch machen, weil er keinen so einen hat. Und für den Elias. Mal gucken, wie viel aus dem Stoff rauskommt. Genau. Jetzt ziehen wir den Teil noch einmal um. Nicht, dass der hier noch kalt wird. Ah, und ich hoffe, es werden die nächsten nun einige Videos kommen, weil ich habe auch einige Ideen, was ich filmen könnte. Und bei ihm bin ich am Überlegen, ob ich ihm noch einen anderen Stoffkörper kaufe, ohne diese Teile hier, weil ich finde, er wirkt sonst recht breit. Das fällt ihm sonst nicht so auf, aber vor allem beim Umziehen. Da kann man das auch wieder sehen. Das ist das hier mit, was ich gemeint habe. Dieses hier finde ich cool. Aber man hat gemeint, es klappt schon ganz gut mit dem Nähen. Gut ist, dass ich drei Sachen genäht habe, aber ich muss dazu sagen, ich habe vor einigen Jahren, so 4, 5 Jahren, habe ich auch schon immer viel genäht. Da habe ich auch frei genäht, aber eher für Barbies, für Barbie-Puppen, so mega coole Dress und ja, habe damals auf die Schule etwas gemacht, mit Kleidchen genäht und genau, ich denke deshalb, weil die, ich glaube auch, weil die Sachen recht einfach sind, jedenfalls er kriegt noch ein bisschen wieder, viel zu groß. Ich werde unbedingt mehr solche Mützchen nehmen müssen. Diesen Stampli, diesen ganz weichen. Wie gesagt, ich glaube auch, dass die Schnitte einfach sind und gut geschrieben vor allem. Und vielleicht, weil ich Hilfe von meiner Mama habe, also dass sie mir sagt, wenn ich sie was frage, wie ich das am besten machen soll. Sie macht es nicht für mich, weil ich finde, das bringt mir dann auch nicht viel. Ich weiß nicht, was meint ihr dazu? Wenn man was machen will, dann muss man das schon selber lernen. Ne? Irgendwie ist der Knopf ein bisschen zu kurz. Na, Blümchen. Und was ich auch genäht habe, sind so kleine Beutelchen.
Da ist, sind immer Seifenstückchen drin. Und die wollte ich in den Schrank legen, zu den Babysachen. Dann riecht das ganz leicht nach Lavendel und eben frisch immer. Ich wasche die Sachen nicht so oft und ich finde die Entwicklungszeit ein bisschen mief. Und das ist nicht schön. So ein Stinker. Vielleicht das Socke. Er kriegt diese Socke. Ja, das ist der Fuß hier schon rein. Das ist noch reingeknuddelt. So, fertig sind wir. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt mir einfach in die Kommentare, was ihr euch vielleicht auch wünscht. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.